Und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, eine weitere Folge Time to Do Spezial. Wir sind im Moment im Außen beschäftigt von einer Krisensituation, die viele Menschen verunsichert. Wir hören immer wieder, dass wichtige Operationen trotzdem verschoben werden, weil man mit einer Ansteckungsgefahr operiert, die zwar viele in Frage stellen, aber da wissen wir noch gar nicht, wo das hinläuft. Worauf wollen wir hinaus? Anstehende Operationen oder Therapien? Und wir kennen alle das Wort Krebs, und wenn das fällt, dann fällt bei manchen das ganze Leben gleich hinten runter. Aber es gibt auch Alternativen. Das heißt, wenn schon mal diagnostiziert wird, dass man an einem Krebs erkrankt ist, ist erst einmal die Frage, wie gehen wir damit um? Und zweitens, welche Alternativen habe ich denn als mein Aufschneiden, Rausschneiden? Das sollte immer ganz zum Schluss gemacht werden, wenn wir keine andere Lösung mehr haben. Aber es gibt Alternativen, die über Jahrzehnte probiert und weiterentwickelt wurden und die hochwirksam sind. Dazu freue ich mich bei mir heute im Studio Dr. Manfred Döb und Ornella Manka. Herzlich willkommen. Grüezi. Grüezi. Manfred, Enzymtherapie bei Krebs. Wie muss ich mir das vorstellen? Und erstens mal, Krebs ist ja so ein Allgemeinbegriff. Gilt das bei allem oder hast du Erfahrungen können sammeln bei speziellen Krebsarten? Wir sind ja nicht die Einzigen und die Ersten, die das anwenden, sondern in Italien ist es schon länger in Gebrauch und eigentlich auch bei allen, nicht nur Krebsformen, sondern bei über 300 Diagnosen, also weit über Krebs hinausgehend. Mhm. Warum ist die Enzymtherapie so breit wirksam? Weil sie den Stoffwechsel der Zelle normalisiert. In der Zelle haben wir ja zwei Korpuskel, sage ich mal, die von größter Bedeutung sind, die Mitochondrien, die die gesamte Energie produzieren, und die Zellkerne, die ihre Informationen von den Genen ausgehend nach draußen geben. Und beide dieser Zellkorpuskel benötigen Enzyme, um überhaupt funktionieren zu können. Die Gene könnten sich nicht nach außen mitteilen und die Mitochondrien könnten kein Stück ATP gleich biochemische Energie produzieren ohne Enzyme. Und in allen Krankheiten ist es so, dass diese beiden Lokalisationen in der Zelle bevorzugt erkrankt sind. Und zum Beispiel die verminderte ATP-Produktion ist ein Zeichen der Zeit. Wir nennen es Mitochondriopathie, hervorgerufen vor allen Dingen durch freie Radikale verschiedenster Herkunft, die den Stoffwechsel in den Mitochondrien, den Zitratzyklus und die Atemkette nicht mehr normal laufen lassen. Das heißt ja, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, das waren natürlich ein paar viele fachspezifische Wörter in einer Reihenfolge, ja. Aber um es mal mit meinen Worten zu wiederholen. Unsere Umwelt ist so schädlich geworden, dass letztendlich weder meine Zellen noch so agieren könnten, wie sie eigentlich sollten. Und wenn ich es richtig verstanden habe, diese Produktion der Kraft, diese ATP-Produktion, wird so behindert oder sogar untersagt, dass der Mensch überhaupt nicht mehr gesund sein kann. Richtig. Nur schon allein, wenn er in der Umwelt lebt. Richtig, das hat sich verändert gegenüber früher. Wenn man früher halbwegs gesund gelebt hat und als die Umwelt noch in Ordnung war, da musste man nichts tun, um gesund zu bleiben. Das Gesundbleiben war die Norm. Ja, das war einmal. Das ist heutzutage nicht mehr so. Wenn man nichts tut, um gesund zu bleiben oder besser gesund zu werden, das trifft hier für die meisten von uns zu, dann wird man automatisch krank. Und sehr erschreckend. Und da sind die Enzyme der entscheidende Faktor, weil ohne die Zellenzyme nichts funktioniert im Körper. Gar nichts. Okay,
Da muss ich mir das so vorstellen, weil gelernt haben wir ja, wir essen irgendwas, dann wird das durch die Magensäure zersetzt zu so irgendeiner Pampe und im Dünndarm werden dann die Nährstoffe rausgeholt, im Körper verteilt und der Rest, der nicht mehr gebraucht wird, wird dann in Flüssigkeit nochmal getrennt, der Feststoff als Stuhlgang ausgeschieden und die Flüssigteile als Urin ausgeschieden. Das kennt man so als Normalmensch vom Stoffwechsel. Genau. Bevor ich mich belesen habe oder älter wurde, natürlich schon vor ein paar Jahren, habe ich überhaupt auch selbst das Wort Enzym zum ersten Mal gehört und wusste überhaupt nicht, um was es da geht. Was erzählt er denn da? Ich kenne Aminosäuren, haben wir auch schon drüber gesprochen. Okay, das war klar, Mineralien war klar, Spurenelemente, Vitamine. Und jetzt kommt einer plötzlich mit Enzymen daher. Was soll das sein? Und nochmal, wenn wir im Körper keine Enzyme hätten, könnten wir leben? Nein, überhaupt nicht. Gar kein Leben auf dieser Erde existiert ohne Enzyme. Das beginnt schon bei den kleinsten, den Bakterien und ähnlich großen Lebewesen. Auch die brauchen bereits zum Existieren Enzyme. Dieser Enzymhaushalt ist bei einem gesunden Menschen, wenn ich es richtig verstanden habe, im Normallevel und macht seinen Job, wie er den zu tun hat. Genau. Was schädigt denn diese Enzyme oder was vermindert die denn? Ist es der neue Lebenswandel, das heißt viel elektronisches Umfeld, viel Kunstfaser, Synthetik am Körper, viel Essen mit Chemie angereichert, egal ob Konservierungsstoffe, Farbstoffe, Geschmacksverstärker, was heute alles in den Nahrungsmitteln und Getränken drin ist. Was ist die Ursache, dass wir so ein Problem haben mit den Enzymen? Ja, die Lebewesen auf der Erde leben ja seit mehreren Millionen Jahren. Und mit dem Beginn des Lebens haben schon Enzyme existiert. Mhm. Aber es lief alles über die Natur und alles war die Natur. Heute lebt kein Mensch mehr natürlich, die Haustiere leider auch nicht. Das heißt, dass die natürlichen Vorgänge im Körper durch alles, was unnatürlich ist, gestört und zerstört wird. Ist ja Wahnsinn. Also das heißt, mit dem normalen Essen, sage ich das, was du heute in jeder Kneipe, in jeder Raststätte kriegst. Mit Normalessen, dann mit unserem stressbehafteten Leben, wo also Computer uns sagen mittlerweile, was wir zu tun haben, nicht mehr wir sagen es der Computer, sondern umgekehrt. Das ist im Prinzip eine Ausrichtung zum Sterben, wenn ich dich richtig verstehe. Richtig. Der heute übliche Lebenswandel, Getränke und Mahlzeiten und das ständige Handy, die elektronische vergiftete Atmosphäre, die Sender überall, die Satelliten von oben nach unten und neuerdings auch die Emanationen aus dem Kosmos, alles dieses ist zu viel für einen normal funktionierenden Körper. Um damit fertig zu werden, brauche ich permanent Stoffe, die zum Beispiel die orthomolekulare Medizin bereitstellt, also Vitamine, Spurenelemente, Mineralien, Aminosäuren, spezielle Fette, Öle. Alles dieses ist unumgänglich als Addition zu alledem, was ich normal zu mir nehme und was durchweg schädlich ist. Wow! Also so schlimm hätte ich es mir nicht vorgestellt. Ich meine, also ich habe an meinem Körper, aber ich habe ja gelernt, auf mein Körperwesen zu achten. Das heißt, ich merke zwei Dinge. Erstens, ich habe die Art meiner Nahrung umgestellt. Heute ist mir der Weg zum Demeterhof nicht mehr zu weit. Ich habe sogar heute schon die Entscheidung getroffen, wenn ich irgendwo war und man hat mir was zu essen angeboten, was ich nicht esse. Obwohl ich Hunger hatte, habe ich gesagt, nein, danke schön, das esse ich nicht und habe gewartet, bis ich zu Hause war, weil da wusste ich, was ich esse. Ich merke zwei Dinge. Ich esse weniger, das ist mir aufgefallen, die Mengen haben sich verringert und ich bin früher satt. Je mehr ich natürlich esse, desto distanzierter fühle ich mich von vielen Dingen. Also früher waren Dinge auch wie Gummibärchen oder mal, ich habe nie Cola getrunken, sondern dieses Mixzeug, wie heißt es, Mezzomix hieß das bei uns. Also es gibt da 100 Marken, Schwipses und Schwappes und wie das alles heißt. Ich will da keine Werbung betreiben, liebe Zuschauer, nur um das mal klar zu machen, um was es ging. Heute kann ich das alles nicht mehr. Ich habe vor kurzem mal wieder von jemandem eine Limonade, der macht die selber, probiert. Diese Süße in meinem Mund, da wird es mir schon unangenehm. Denke ich, boah, was ist das Zeug denn so süß?
Wenn du irgendwann anfängst, zum Beispiel, als ich das Rauchen aufgehört habe, fiel mir das auf, dass mein Geschmack sich verändert hat. Du schmeckst plötzlich wieder viel intensiver. Als ich angefangen habe, viel Wasser zu trinken und immer mehr anderes wegzulassen, wie Süßgetränke, Alkohol, Mengen Kaffee wurde reduziert, plötzlich, heute kann ich besser unterscheiden im Geschmack. Wenn ich das Wasser, was wir immer hier haben da, also im Emmental, trinke und es kommt einer und schenkt mir Wasser ein, das kommt aus einer anderen Quelle, schmecke ich, dass es nicht das gleiche Wasser ist. War früher undenkbar. Ja, man muss die Luft reinigen, denn die Luft ist unsauber. Man muss das Essen speziell komponieren, wie du es hier tust, ohne Genmanipulation, ohne Geschmacksverstärker. Ja. Und man muss das Wasser, das man zu sich nimmt, aus einer Quelle nehmen, die vielleicht noch in Ordnung ist. Emmental mag ja sein. Im Übrigen aber muss ich das Wasser reinigen und aufbereiten und absolut energetisieren. Ja. Okay, liebe Zuschauer, es wäre fatal, die Menschen in einer Wirklichkeit zu wiegen, die nicht vorhanden ist. Also unabhängig von der aktuellen Krisensituation, die uns hier jeden Tag gezeigt wird, meine ich, selbst ohne das, Sie können, ohne dass Sie heute genau Bescheid wissen, was Ihr Körper braucht, mit dem, was Sie im normalen Laden, also ich sage mal in allen Detailhandelsgeschäften, Supermärkten und so kaufen, und jetzt halten Sie sich fest, nicht mehr überleben. Die sagen immer, spinnst du? Das kann doch nicht sein. Das ist doch alles zugelassen und jeder kauft es. Das heißt aber nichts. Das heißt ja nur, dass es nicht verboten ist, sonst gar nichts. Aber ob es gut ist, heißt das nicht. Wenn ich mich jetzt nur aus dem ernähre, Manfred, was ich in einem dieser Großverkaufsflächen, egal welche Namens, kaufen kann, und da alle diese Stoffe, die eigentlich mein Körper braucht, nicht mehr drin ist, vielleicht, dass die Zuschauer das noch erkennen und ich das über Jahre mache, einseitige Ernährung, also ich kenne Menschen, wir essen 3 oder 4 Mal die Woche Cordon Bleu mit irgendwas dabei und trinken eine Cola dazu. Dass das natürlich nicht förderlich für den Körper ist, glaube ich, brauchen wir nicht zu streiten. Aber was mich interessieren würde, wäre die Konsequenz. Wenn ich das jetzt 10, 15, 20 Jahre mache, was passiert dann im Körper? Worauf will ich hinaus? Vielleicht um das noch. Wo sind denn dann die Enzyme, die die ganze Zeit da waren? Sind die nicht mehr in der Nahrung drin, wo sie früher waren? Oder kann mein Körper sie nicht mehr produzieren, weil er über die Nahrung nicht mehr die Grundstoffe bekommt, um sie zu produzieren? Wo ist das Problem, wenn ich 10 Jahre Fastfood-Supermarkt esse? Ja, dann bin ich mehr vergiftet, als ich mich je wieder entgiften kann. Das heißt, ein Mensch, der heutzutage gesund bleiben oder werden will, muss sich stärker entgiften, als er sich vergiftet. Denn wir vergiften uns alle permanent eben. Und auch die freien Radikale, die aggressiven Substanzen, die damit in die Zelle hineinwandern, vor allen Dingen auch leider im Gehirn, die sind aggressiv gegen die Mitochondrien, aggressiv gegen die Zellkerne. Sie bewirken Deformationen und Brüche der DNS mit der Folge von Krankheiten. Und ohne Enzyme wären wir alle schon tot. Nur die Enzyme können die DNS reparieren. Aber dazu muss die DNS erst einmal den Befehl geben, Enzyme zu produzieren. Das tut ja auch die Zelle. Wir nehmen die Enzyme ja normalerweise nicht auf, sondern wir produzieren sie in jeder Zelle selbst. Das sind eben Zellenzyme, nicht Verdauungsenzyme. Aha, das heißt, deswegen auch, um Ihnen zu sagen, wie das Ganze passiert ist, natürlich kamen irgendwann wieder Leute auf mich zu und haben gesagt, wow, ich war schon am Ende, dann habe ich von einer speziellen Enzymkur erfahren, die der Dr. Manfred Döb macht, bin dahin, habe das mal genossen und muss sagen, mir geht es heute richtig gut. Und dann kam das Wort, da habe ich gesagt, Enzyme, was ist das? Wozu brauchen wir das? Das haben wir doch selber. Und es kommt ja alle 4 Wochen irgendein neuer Begriff auf den Markt, wo man jetzt wieder irgendwas braucht, was dann teures Geld kostet. Ja, aber die Enzyme sind das Älteste, was es gibt auf dieser Erde. Genau, das ist der Unterschied und es gerät vieles in Vergessenheit und wie gesagt, wenn man nicht darauf kommt und du beschäftigst dich seit Jahren damit, wollen wir dir die Lösung nochmal angehen. Also,
was haben wir denn als Zustand? Menschen, die glauben, sie sind gesund, das glauben sie, weil ihnen noch nichts wehtut. Dann haben wir Menschen, die schon mit irgendwelchen Befindlichkeiten behaftet sind, meistens schmerzproduziert, also Kopfschmerzen, Rückenschmerzen, Schulterschmerzen, was auch immer, und die dann mit Pillen oder irgendwas weggedrückt werden. Und dann haben wir den Punkt 3, die Menschen, die schon richtig in den Seilen hängen, das heißt, wo schwere Krankheiten, nennen wir das Zauberwort wieder Krebs, zum Ausbruch gekommen ist oder es ist gerade am Tun. Zielgruppe Nummer 1, Menschen wie ich, die glauben, gesund zu sein. Ich kriege es manchmal bewiesen, aber wir haben es ja gesehen. Erinnerst du dich an die Sendung, wo ich bei der Lineck war, wo plötzlich ein Haufen Bakterien im Blut habe und habe nichts gemerkt, nichts, gar nichts. Ich war weder müde noch sonst was und habe plötzlich tausende Bakterien im Blut. Habe ich mir irgendwo was gefangen, weißt, und achte nicht drauf. Ja, weil der Körper es noch kompensieren kann, weil du ziemlich gesund lebst. Genau. Aber wenn die Kompensationsfähigkeit des Körpers sinkt und das geschieht automatisch, wenn die Enzyme nicht mehr genügend aktiv sind, dann kann ich solche sogenannten Baustellen nicht mehr kompensieren und ich werde krank. Da liegt das große Problem, genau. Das hat mir auch dann die Sabine Line gesagt. Die hat gesagt, du hast das große Glück, du hast ein super Immunsystem. Wenn ich zur Frage zurückkommen darf, was empfiehlst du so Menschen wie mir, die also schon Action machen in ihrem Leben, auch nicht immer regelmäßig essen, zwar gut, aber wie gesagt, so halt wie es geht. Und im Moment wird es ja noch schwieriger, weil du musst ja zum Biohof fahren und einkaufen und dann ist da Verbot und hier zu und dort ist wieder was anderes. Wie würdest du uns empfehlen, was sollten wir tun? Eine sogenannte sanfte Detox-Therapie, Detox-Entgiftung. Mhm. Das sind nur wenige Enzympräparate und man muss auch nicht allzu viel davon nehmen. Aber dieses Detox so oft wie möglich, vielleicht sogar permanent. Ah, das heißt, im Prinzip, ich ergänze meine tägliche Ernährung, weil ich einfach, ich sage immer, wenn du im Flugzeug sitzt, kannst du entweder nichts essen, oder das, was du im Flugzeug kriegst. Oder das, was dann so ein Ding nach dem Zoll, weil vorher schmeißt es da alles weg, dir wieder gekauft hast, also auch wieder irgendein Fastfood auf gewisse Art. Sag ich, ergo habe ich ja gar keine Chance. Ich komme mir da nicht raus, also ich verhungere. Also, ich kenne ja die Produkte, wir haben ja ein Vorgespräch gehabt. Wenn ich jetzt so ein Briefchen habe, wie hieß dieses rote, ich vergesse den Namen. Ergozym Plus. Genau. Jetzt habe ich diese Dinge dabei. Und nehme das so, wie du es in den Beschreibungen vorgegeben hast. Das heißt, das unterstützt dann wieder, dass die Zellen wieder mit den Enzymen den Stoffwechsel so be- und verarbeiten können, wie er sein muss. Richtig. Zweite Zielgruppe, die schon einige Sorgen haben, zwar noch nicht todkrank sind, aber auf dem besten Weg dahin. Also so die Kleinigkeiten, wo du sagst, ah ja, man hat da ein Zipperlein und dort ein Zipperlein, aber es geht schon noch mit ein paar Schmerztabletten. Was würdest du denen empfehlen? Ja, da gibt es das Detox-Programm Stark. Das sind ungefähr doppelt so viele Mittel, die ich dann nehmen sollte. Und damit kann ich mich immerhin in die Situation bringen, dass ich zur Not noch diese Probleme kompensieren kann. Aber die meisten Patienten kommen ja leider nicht zur Prophylaxe, Vorbeugung, sondern wenn das Kind schon im Brunnen liegt. Und da gibt es eben für über 300 Krankheiten sogenannte Protokolle, wie die Enzyme eingenommen werden sollten und über wie lange Zeit. Und die Ornella ist ja laut dem Hersteller dieser Enzyme in Italien, in Mailand, die beste, die führende Enzymtherapeutin der Welt. Sie hat die meiste Erfahrung inzwischen, jedenfalls außerhalb von Italien. Mhm. Und deshalb kann die Ornella auch noch etwas dazu sagen. Genau, weil wir sind ja auch noch beim dritten Punkt, Ornella. Meistens merken die Leute die Krankheiten gar nicht. Wenn sie sie merken, kommt ein Zustand dazu, der gerade nicht förderlich ist und der heißt dann Angst. Und jetzt gehe ich dann, das erfahre ich von euch und komme und sage, oh, der Doktor hat gesagt, ich habe Krebs und wenn ich nicht Chemo und das und das und das und das, dann sterbe ich in 6 Monaten. Wenn jemand so zu dir kommt und diese Negativaussagen bekommen hat, mal abgesehen davon, ob die stimmen oder nicht, aber er an einer schweren Krebserkrankung leidet, wie sieht es dann aus? Ist mit den Enzymen eine Möglichkeit da, das wieder in den Griff zu kriegen? Ja, RGCC, schätze ich. Ja, das ist wirklich so.
Und wir arbeiten ja mit einem Labor in Griechenland zusammen, das RGCC-Labor. Die machen personalifizierte Bluttests und testen da dann die ganzen naturheilkundlichen Mittel an diesen Zelllinien und aber auch die chemischen Mittel. Aha, du kannst beide Ergebnisse sehen. Und Immuntherapie auch, ja, alles. Mhm. Und dann sieht man genau auf diese Person zugeschnitten, was diese Zellen zum Sterben bringt. Welche natürlichen Mittel. Einwirkungen halt, genau, klar, von unserer Umwelt genau, und so. Und halt welche Chemotherapeutikas oder auch Immuntherapie. Aber auch was wirkt. Wie? Ja. Auch was wirkt. Eben, was wirkt, eben, ja. Genau. Ja, ja. Zum Sterben. Und der, genau, der Wicht. Nein, die Zellen zum Sterben bringt. Okay. Die Krebszellen, meine ich, zum genau. Sterben bringt. Das ist genau der Punkt. Ihr macht das ja jetzt schon eine Weile und ich weiß ja, schwer kranke Leute haben euch aufgesucht, wo es auch eine Lösung gab. Mhm. Jetzt wissen wir ja, Krebs ist schon eine unendliche Breite. Ich glaube, es gibt 300 verschiedene, habe ich mal irgendwo gelesen. Bei welchen habt ihr denn schon Erfahrungen sammeln können und positive Ergebnisse erzielen? Bei welcher Art von Krebs? Also weißt du, mit den Enzymen hast du überall einen gewissen Erfolg. Überall. Okay. Aber es gibt einfach manchmal aggressive Krebse, Tumore, die dann wirklich auch eine Chemo benötigen. Aber wenn man gleichzeitig mit den Enzymen arbeitet, dann haben die Patienten praktisch ein Minimum von Nebenwirkungen. Also, ah, ja, okay. Die stehen das natürlich wunderbar durch, wo die Onkologen auch staunen. Ja. Und das heißt, da gibt es auch bereits Fälle, wo ihr zusammengearbeitet habt, wo Onkologen das kennen, die Enzymtherapie und das dann auch mit der Chemo einsetzen. Und gleich ein Kompliment von mir. Genau das ist das. Also, du bist ja kein Schulmediziner, aber das aus deinem Munde zu hören, freut mich besonders. Ich sage ja immer, nicht aufeinander losgehen. Niemand weiß genau, ob Chemotherapie der Weisheit letzter Schluss ist oder nicht. Da gibt es Riesendiskussionen von Befürwortern und Gegnern. Aber was haben wir eben gehört? Und ich habe auch das schon andersrum gehört, dass die gesagt haben, ja, mit so einer Ergänzung hat es der Patient viel einfacher. Das heißt, sowohl manche schulmedizinische Dinge sind zielführend in Verbindung mit Enzymen, wie auch andersrum. Und heißt, sollte bei einem Zuschauer dieses Thema diagnostiziert werden, wäre es immer eine Frage zu sagen, Termin machen, vorbeikommen. Dann hat er ja meistens einen Befund vom Arzt dabei, um dann zu sagen, was würde da als unterstützende Maßnahmen oder vielleicht sogar, wenn es noch rechtzeitig wäre, kann auch sein, dass eine Enzymtherapie ohne Chemo vollkommen zum gewünschten Schluss kommt? Ja. Oh. Je früher, desto besser. Ja. Je früher der Patient zu uns kommt, ja, desto. Desto schneller geht's. Genau. Jetzt sagen die Leute natürlich immer, ja, weiß man ja nicht und. Kann es schlimmer werden, weil die Angst haben ja die Leute, dass man hört ja auch und die Schulmedizin in Verbindung mit manchen Konzernen und Medien versuchen ja diese Alternativmethoden von vornherein platt zu machen als Unsinn. Warum? Dass man natürlich mehr mit den Leuten Geld verdienen kann wie bisher, das wissen wir ja. So eine Geschichte, das heißt, wenn der Erkrankte eine Diagnose bekommt oder spürt, dass irgendwas nicht stimmt und er geht in einem Anfangsstadium, dann können die Enzyme dieses Thema eliminieren. Ja. Aber das wollen wir nicht publik machen, denn da hätten wir eine Riesengegnerschaft. Ja, sondern wir kombinieren, wenn immer möglich. Ja. Das heißt, eine individualisierte Krebsdiagnostik, was hilft Natur, was hilft Chemie, dann eine Low-Dose-Chemo, niedrig dosiert, kombiniert mit einer Enzymtherapie. Das ist das wow. Erfolgreichste, was es im Moment aus meiner Sicht gibt. Denn genau dieses wurde in Italien, in Rom, an der Universität Tor Vergata durchgeprüft. Ein fürchterlich bösartiger Lungenkrebs. 30 Patienten konventionell behandelt, 30 Patienten mit Low-Dose-Chemo,
individualisiert plus Enzymen behandelt. Die 30 konventionell behandelten waren nach 6 bis 8 Monaten alle tot. Die 30 so nach unseren Vorstellungen behandelten Patienten waren alle am Leben. Wow. Das wurde auch öfter publiziert. Nur wurde nicht gesagt tot gegen lebend, yeah, sondern kein Gewichtsverlust gegen Gewichtsverlust. Das war dann die offizielle Terminologie. Ja, ja, ja. Aber wir haben mit dieser Möglichkeit, die in der Schweiz auf jeden Fall niemand außer uns anbietet, nämlich individualisierte, niedrig dosierte Chemotherapie plus ausführliche Enzymtherapie, eine Methode in der Hand, die äußerst erfolgreich ist. Man fällt mir natürlich gleich dazu ein, wie ist denn das Thema, es wird ja oft dann solche Therapien negiert, indem man dann von Nebenwirkungen spricht und unkalkulierbaren Risiken. Wie lange machst du das schon mit den Enzymen? Die Enzyme seit 3 Jahren, glaube ich, jetzt. Mhm. Gell? Wie viele Leute ungefähr waren bei dir in Behandlung mit dem? Naja, Hunderte auf jeden Fall, vielleicht auch über 1000. Genau. Dann musst du ja Erfahrung haben im Thema Wechsel- oder Nebenwirkungen. Wenn das in der Verbindung, wie du es propagierst, ganz low, wenn es soweit ist, diese Chemo-Geschichte und dann die Enzymkur, sind Nebenwirkungen bekannt? Was weiß ich, Schwächeanfall, Blutgerinnsel, was es da alles gibt. Bei manchen steht ja drin, kann bis zum Tod führen. Ich hoffe, das steht bei dir nicht drin. Nein, die Nebenwirkungen sind minimiert. Das heißt, die Haare fallen nicht mehr aus, die Leber wird nicht mehr kaputt gemacht. Also mit dieser Kombinationstherapie sind die Nebenwirkungen minimal. Das Einzige, was passieren kann, sind Durchfälle. Durchfälle, aber das ist normal. Durchfälle sind aber eine Form der Entgiftung. Ausscheidung, genau. Da muss man nicht böse drauf sein. Das ist sogar ein Zeichen, der Körper will sich noch entgiften. Also, ich fasse zusammen. 3 Dinge haben wir festgestellt. Erstens, liebe Zuschauer, die beste Lösung ist, so wie ich das mache, gut, wir kennen uns jetzt persönlich schon länger, dass wir hingehen, Prävention betreiben. Und ich sage immer, ich glaube, es vergeht kein Jahr, wo ich nicht einmal in einer Praxis bin, entweder beruflich und werde dann an irgendwas angeschlossen, um zu sehen, wie das funktioniert. Oder ich nehme das privat wahr und sage, für mich ist es wichtiger, die Prävention durchzuziehen und da auch Geld auszugeben, als erst in den Brunnen zu fallen und dann wieder rauszukrabbeln. Denn krank werden muss ich nicht, ich gehe lieber gesund durchs Leben. Aber ich bin jetzt so ein Achtsamer, deswegen bin ich immer froh, wenn der Manfred da mal reinschaut und sagt, oh, 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 da muss ich mal aufpassen, da kommt gerade was. 2. Geschichte, wenn sie es erwischt hat, wäre es fatal, noch zu warten. Dann je früher, desto besser hingehen und das checken lassen. Und wenn sie es schon erwischt hat, dann haben sie gehört, was wir als Drittes gesagt haben, dann eine Kombination und das sind natürlich jetzt nur 3 Betrachtungen zu dem Thema Krebserkrankungen. Es gibt noch viel, viel mehr Ansätze, wo man Enzyme nutzen kann, wenn ich die Ornella richtig verstanden habe. Also, liebe Zuschauer, mein Thema war immer das Gleiche und ich mache das auch. Und es gibt auch andere, die ich schon gesagt habe, wow, aber das wirkt so gut, kann ich mir das wieder mitbringen? Dann fahre ich mir bei Manfred vorbei und sage, du, ich muss da und dahin, der hätte gern das wieder, kann ich es mitnehmen? Ja, schickt er die Rechnung hinterher. Vielleicht noch abschließende Frage, Krankenkasse? Leider nicht oder noch nicht. Wie immer, ja. Aber wie gesagt, mir ist meine Gesundheit auch nicht eine Frage, ob das die Krankenkasse bezahlt. Ich habe das verändert. Ich sage, ich gebe lieber zuerst das Geld für meine Gesundheit aus. Dann brauche ich danach keine Krankenkassengebühren zu bezahlen, weil wer gesund ist, braucht keine Krankenkasse. Alte Nummer. Manfred, Ornella, vielen Dank. Vor allen Dingen vielen Dank wieder. Das ist ja auch was, da hast du ja maßgeblich mit dran mitentwickelt, ne? Mit ihr als die, die das meiste weiß und du, der meiste Doktor ist, habt ihr dann zusammengespannt. Das hat ja eine Weile gedauert, bis die auf den Markt kam, ne, die Kur. Da habt ihr ja lange dran gearbeitet. Ja, sicher. Aber wie gesagt, der Erfinder in Mailand, in Italien, der entwickelt sein System andauernd weiter. Er ist der genialste Biochemiker, den ich je gesehen habe. Sensationell. Und er entwickelt jetzt die Enzymtherapie auch gegen Viren weiter. Oh,
dann haben wir vielleicht ja noch einmal in Kürze eine Sendung, wenn der zum Ergebnis gekommen ist, um andere Thematiken zu lösen. Wir haben jetzt ein bisschen überzogen, sorry, aber es war mir wichtig, denn wie gesagt, mit solchen Dingen und wenn es auch ein paar Franken kostet, bleiben wir gesund und fit und dann haben wir Spaß am Leben, liebe Zuschauer. Und das ist das, was ich Ihnen am meisten wünsche, Freude am Leben. Danke Manfred, danke Ornella und bis zum nächsten Mal, liebe Zuschauer. So fühlt sich Ihr Immunsystem an, ohne das Z-Immunfit. So fühlt sich Ihr Immunsystem an, mit dem Z-Immunfit. Noch irgendwelche Fragen?